Ja, Leute, Katastrophenfall in Nürnberg, nachdem ein Großkraftwerk in Brand geraten ist, ein Stromkraftwerk. In diesem Fall ist auch noch die Fernwärme davon betroffen. Das heißt, für Tausende von Haushalten, die möglicherweise keine andere Heizmöglichkeit haben, ist jetzt im Winter, gerade wenn es besonders kalt wird, die Heizung weg. Und wir sehen also schon, wie wichtig es ist, dass wir uns als Prepper auf derartige Situationen vorbereitet haben. Ich kann mir vorstellen, was hier jetzt in den Stunden dann abgehen wird, wenn die Temperaturen im einstelligen Bereich runtergehen und wie wichtig es ist, dass man heizen kann in einer Wohnung. Ich denke, dass viele jetzt natürlich mit Strom heizen wollen. Bedenken wir aber auch in dieser Situation, dass auch hier natürlich eine ganz schöne Belastung auf das Stromnetz kommt. Und gerade die jetzige Wettersituation auch im Norden oben mit Schnee und Sturm, ja, ist also nicht ohne. Das heißt, die Gefahr, dass es zu einem Blackout kommt, ist also durchaus gegeben und wurde auch schon in den letzten Tagen immer wieder gesagt von Wetterberichten, dass es also zu entsprechenden Belastungen des Stromnetzes kommen kann. Und man kann sich also hier gut vorstellen, dass die Situation hier äußerst kritisch ist. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man gerade jetzt hier auch diesen Leuten ein paar Tipps an die Hand gibt, wie man sozusagen seine Wohnung warm halten kann. Nach Berichten, die ich jetzt gehört habe, kann es also durchaus bis zu 2 Wochen dauern, bis die Fernwärme wieder richtig läuft. Und es wird gerade jetzt im Augenblick versucht, Alternativen zu finden, um wenigstens einigermaßen dieses Fernwärmenetz im Betrieb zu halten. Aber es wird natürlich bei Weitem nicht die nächsten Stunden oder Tage ausreichen. Also man sieht, Prepper sind sicherlich gut aufgestellt und dass man sich entsprechend auf derartige Situationen vorbereitet hat. Und es wird sehr häufig über Prepper gelächelt, ja, die hier Vorbereitungen treffen, aber man sieht, wie schnell das es zu einer katastrophalen Situation kommen kann. Und gerade jetzt wird es sich zeigen, wer sich vorbereitet hat. Ja, nun die Frage, was kann man tun, um sich vor der Kälte in einer ausgekühlten Wohnung zu schützen? Ganz klar, das eine ist logisch die Kleidung, ne, dass man sich in Zwiebelschichten anzieht, denke ich, ist jedem klar. Aber trotzdem, es wird mit der Zeit extrem unangenehm werden und man kann sich einfach nicht mehr richtig aufwärmen. Es geht wirklich durch und durch. Ein paar Gefahrenhinweise natürlich ist vor allen Dingen der Umgang mit offenem Licht, mit Feuer, dass man hier natürlich extrem aufpassen muss und dass man natürlich Kerzen und so weiter natürlich unbedingt im Auge behalten muss. Eine Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel so kleine Kerzen Lichter hat, so Teelichter, die man immer auf einem Teller stellt und eben dann ein Blumentopf zum Beispiel darüber stellt, der sich dabei aufheizt und dann ähnlich wie ein kleiner Heizkörper fungiert, wäre eine Möglichkeit, wenn der Strom auch noch weg ist. Na, aber hier natürlich mit entsprechender Vorsicht hantieren. Klar, Ofen wäre toll, aber wir haben hier gerade in diesem Gebiet eben Wohnblöcke, Hochhäuser und da wird es wahrscheinlich nicht so der Fall möglich sein. Deshalb würde ich also empfehlen, sucht euch zunächst einmal einen kleinen Raum aus, denn ein kleiner Raum ist praktisch besser zu heizen, als wenn ich die ganze Wohnung heizen müsste. Bedeutet, sucht einen kleinen Raum raus, klar, schaut dort
mit Bett, Schlafmöglichkeiten etc. Und hier ist zusätzlich eben zur Bettdecke eben ein ebenso ein Schlafsack natürlich Gold wert, dass man sich zusätzlich ins Bett mit reinlegen kann. Und wie ich in meinem Film Unterkühlung schon gesagt habe, wäre hier, wenn man warmes Wasser oder Wasser zumindest warm machen kann, dass man hier eben eine Wärmflasche mit rein legt. So kann ich mich also da drin zumindest einen Ort finden, wo ich mich wieder aufwärmen kann, wo ich es einigermaßen aushalten kann. Glaubt mir, eine Bettdecke alleine reicht nicht. Die Kälte geht echt durch die Matratze von unten durch. Das ist also richtig unangenehm. Vor allen Dingen, wenn auch eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft mit dabei ist. Weitere Möglichkeit ist, wie gesagt, wir müssen den Raum verkleinern. Wer jetzt natürlich Campingausrüstung hat und hat zum Beispiel ein kleines Zelt, ein Wurfzelt, der soll es durchaus in der Wohnung aufstellen, ja? Denn auch das ist eine Möglichkeit, den Raum so zu verkleinern, dass ich eben hier eine gewisse Wärme mit reinbringe. Auch hier natürlich, gut, elektrischer Strom, solange es vorhanden ist, kann ich den Raum noch ein bisschen wärmen, auch wenn es ein kleiner Frostwächter ist, hilft mir der. Und auch, wie gesagt, wieder Kerzen, aber wie gesagt, offenes Licht, Vorsicht. Das wäre also eine Möglichkeit, die wir haben, um uns in ein Rückzugsgebiet sozusagen zu schaffen, um noch warm zu bleiben. Rücken wir zusammen auf engeren Raum, mehrere Personen, Corona, bedeutet Wärme. Ja, auch das ist eine Möglichkeit, die wir in diesem Fall noch haben. Und wer jetzt kein Zelt hat, der könnte zum Beispiel eben mit Hilfe eines Paracords und einer Decke zum Beispiel ebenfalls den Raum so verkleinern, dass in diesem Bereich ein Wärmepolster entsteht, in dem man sich zurückziehen kann. Das wäre so die Möglichkeiten, die ich jetzt eigentlich sehe, die man in einem Wohnblock hat, wenn es keine weiteren Heizungsmöglichkeiten mehr gibt. Ja. Ganz klar. Das wären Möglichkeiten, die wir jetzt hier hätten. Ja, wer sich natürlich entsprechend vorbereitet hat, der hat möglicherweise auch Gasheizer dabei. Das heißt, er könnte also mit Gas heizen. Oder wie ich auch noch zusätzlich habe, ein Petroleum-Heizgerät, also mit so Blaubrenner, die also bis zu 5,5 kW Leistung haben, also da kann man wirklich schon richtig was damit anfangen. Wäre natürlich eine gute Möglichkeit, um eine Wohnung warm zu halten. Nur wir müssen hier bedenken, dass gerade diese Hochenergieeffizienzhäuser leider in diesem Fall sehr, sehr dicht sind und somit auch die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung steigt. Ist also immer wieder zum Frischluftaustausch kommen muss. Und wenn man also hier mit solchen Geräten arbeitet, ist es wichtig, dass wir einen CO-Warner auf jeden Fall mit dabei haben, den wir erhöht anbringen, damit er uns also rechtzeitig warnt, falls hier irgendwie Gefahr besteht, dass zu viel Kohlenmonoxid in der Luft ist. Also wer sich vorbereitet hat und natürlich so ein Gerät hat, der ist natürlich gerade, wenn es darum geht, etwas warm zu halten, natürlich klar im Vorteil. Übrigens, diesen Heizer zeige ich euch in einer anderen Filmreihe noch. Den habe ich erst seit kurzem hier und der hilft mir zum Beispiel zurzeit ja in meiner Orangerie die Pflanzen warm zu halten, die entsprechend empfindlich sind. Aber wie gesagt, wäre eine Möglichkeit,
wer sich dann natürlich vorbereitet hat. Wer nicht so viel Vorbereitung hat, wie gesagt, muss eben auf diese Möglichkeiten zurückgreifen, den Raum verkleinern und eben Schlafsack, Decke drüber, Decken mit rein, Wärmflasche und sich da drin warm halten. Aufpassen, dass wir nicht unterkühlen. Wichtig ist, immer wieder mal Heißgetränke zu sich zu nehmen und eben die Gefahren der Unterkühlung nicht zu unterschätzen. Schaut euch dazu meinen letzten Film an, der euch auch darüber aufklärt. Eine weitere Gefahr ist natürlich auch zurzeit, dass solche extremen Minustemperaturen auftreten. Ich habe hier auch vor einigen Tagen mal auf Facebook bereits dieses Thema mit angestoßen, wurde von vielen belächelt. Andere haben es durchaus auch ernst gesehen, dass wir gerade auf diese Frosttemperaturen, auf die uns der Wetterbericht jetzt hinweist, eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr so in Deutschland im großen Stil kennengelernt haben. Und bei derartigen extremen Minustemperaturen, wenn man draußen ist, ist es wichtig, dass man sich natürlich entsprechend schützt, weil auch hier natürlich Erfrierungen sehr schnell drohen. Und auch das Einatmen dieser kalten Luft ist für die Lungen nicht unbedingt gut. Das heißt, auch hier müssen wir natürlich etwas vor den Mund tun. Corona, wir haben unsere Masken, kein Problem. Dass wir hier entsprechend uns natürlich schützen. Vor allen Dingen auch, gerade weil so minus 20, minus 25 Grad ist das Anfassen von Metallteilen ungeschützt natürlich nicht gerade ratsam, denn man kann also daran natürlich auch kleben bleiben. Also man kann sich vorstellen, was da in den nächsten Tagen auf uns an Kälte zukommt und das jetzt natürlich unter dieser Prämisse, dass hier einige tausend Haushalte mit der Wärme in den Wohnungen Probleme haben. Denken wir dran, es kann zum Auffrieren von Wasserleitungen kommen, gerade wenn es so kalt ist, dass man auch hier unter Umständen Wasser ablassen muss, wenn man es nicht heizen kann, weil es sonst zum Auffrieren kommt. Ja, aber da ist vielleicht noch ein weiteres Thema, über das ich auch noch demnächst einmal einen kleinen Film dazu mache. Leute, haltet die Ohren steif und haltet euch warm und ich wünsche euch viel Glück in euren kalten Wohnungen in Nürnberg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.